Qualitätsaktien günstig kaufen. Wie funktioniert das Ganze? Das zeige ich dir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen, liebe Aktienfreunde. Ich freue mich hier ganz besonders, mal wieder zu euch sprechen zu dürfen hier auf YouTube. Ich war die letzten Tage anderweitig beschäftigt, unter anderem mit der Erweiterung der Fair Value Berechnung im Aktienfinder, die dazu geeignet ist, für Qualitätsaktien zu bestimmen, ob die Aktie jetzt günstig bewertet ist und entsprechend Kursaufholungspotenzial hat oder ob die Aktie momentan eher teuer ist. Und das ist ja was, was viele Aktionäre bewegt. Ich sage ja immer, das ist eigentlich das Sahnehäubchen obendrauf. Das Wichtigste für dich als langfristiger Investor ist, dass du Qualitätsaktien kaufst, die Nerven behältst, die Aktien lange im Depot hast und dann von steigenden Kursen und Dividenden profitieren kannst, weil die Unternehmensgewinne eben steigen von diesen Unternehmen, in die du investierst. Dann das Sahnehäubchen obendrauf, das ist, wenn du es tatsächlich schaffen solltest, Qualitätsaktien günstig unterbewertet zu kaufen. Da scheitern viele dran, weil wenn sie eine Aktie, einen Aktienkurs fallen sehen und das ist die Aktie eines bekannteren oder die Aktie hat einen bekannteren Namen, dann wird oft gleich zugegriffen aus dem Anker-Effekt raus, weil die Aktie jetzt gerade günstig ist. Und das kann sich rächen, weil auch dieser Qualitätsaspekt dann in den Hintergrund gerät oft. Im Aktienfinder versuchen wir das Ganze zu kombinieren. Auf der einen Seite eben, dass wir die Qualitätsaktie weiterhin im Vordergrund haben, weil wir in Qualität investieren wollen und auf der anderen Seite aber dennoch faire Werte angeboten werden, sodass du dann zusätzlich versuchen kannst, eben noch das ein oder andere Schnäppchen zu machen, was natürlich nur dann Sinn macht, wenn du einmal Käufe tätigst über Aktiensparpläne oder so, da investierst du ja sukzessiv, so wie wir es mit dem Standarddepot machen. Es gibt also unterschiedliche Strategien, ab und zu ist es sinnvoller, ab und zu weniger sinnvoller. Ich persönlich fahre zweigleisig, mit dem Standarddepot bin ich natürlich auch über Aktiensparpläne unterwegs, aber den Hauptteil meines Depotwertes habe ich über Einzelkäufe mir zusammengekauft und da ist dann auch der faire Wert für mich doch mitentscheidend bezüglich des Kaufzeitpunkts. Und ich zeige dir jetzt mal das Ganze, wie das funktioniert. Ich habe hier auch einen Blogartikel dann dazu geschrieben, den werde ich jetzt dann auch verlinken im Video. Kannst du den ebenfalls anschauen. Das Cover fehlt noch, kommt heute, wird nachgeliefert. Und dann schauen wir uns das Ganze mal hier im Aktienfinder an. Es gibt ja prinzipiell unterschiedliche Arten der Berechnung des fairen Werts. Es gibt die Discounted Cashflow Methode, wo man quasi komplett, also die auf der einen Seite hochmathematisch ist und was ja Naturwissenschaftlern oft entgegenkommt und Leuten, die eher quantitativ unterwegs sind. Auf der anderen Seite ist halt komplett Glaskugel, weil man schaut nur in die Zukunft und diskontiert dann die erwarteten Cashflows, Gewinne, aber es gibt auch so ein Discounted Cashflow Model, also könnten auch die Dividenden sein, ab. Hat also auch gewisse Nachteile. Es gibt dann Methoden wie beispielsweise der hier mit Hilfe der Dividendenrendite, nehmen wir mal 3M, da funktioniert es ganz gut, die Bewertung einer Aktie zu ermitteln. Das heißt, wenn die Dividendenrendite hoch ist im Vergleich zur Vergangenheit, dann ist das jetzt ein Kaufsignal. Und wenn die Dividendenrendite niedrig ist, dann wäre das analog ein Verkaufssignal. Das ist leicht zu verstehen. Es braucht wenig Glaskugel hier erstmal. Jedenfalls, wenn wir rein rückblickend die ganze Geschichte betrachten, ist aber natürlich deutlich zu kurz gegriffen, weil die Fundamentalanalyse aus deutlich mehr besteht als nur der Dividendenrendite. Deshalb ist es ja auch hier eingebunden komplett in den Aktienfinder und in die Fundamentalanalyse. Aber es gibt auch Tools, die nichts anderes machen, quasi als das hier anzuzeigen oder sogar nur in Tabellenform zu präsentieren. Und dann gibt es aber noch eine andere Variante, wie wir versuchen können, den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Und das funktioniert eben über die historische Bewertung basierend auf Gewinnen, Cashflows, gerne auch auf der Rendite zusätzlich. Und das wird eben auch im Aktienfinder gemacht und da liegt das Hauptaugenmerk, wenn es darum geht, günstige Aktien oder unterbewertete Aktien zu finden. Ich möchte dir jetzt mal zeigen, warum das wichtig ist, der Einstiegszeitpunkt, oder warum er jetzt nicht entscheidend ist, ob du langfristig an der Börse erfolgreich sein wirst. Da geht es ja darum, dass du die richtigen Aktien kaufst und liegen lässt. Das habe ich ja schon erwähnt. Nichtsdestotrotz ist es ein oder kann es ein Renditeboost sein, wenn du
Aktien günstig kaufst, anstatt den Aktien zu kaufen, wenn sie eben teuer sind. Das möchte ich einfach mal kurz hier zeigen. Und zwar gehen wir jetzt schon mal in die Bewertung rein, ohne die Bewertung durchzuführen für die Unilever-Aktie. Und wenn wir uns hier mal den Zeitraum der letzten 20 Jahre anzeigen, eigentlich reichen auch schon 15, genau, dann haben wir ja hier den aktuellen Kurs von 44,05 € der Unilever-Aktie. Und wenn du jetzt die Unilever-Aktie gekauft hättest, zum Beispiel hier Ende 2017 gehalten hättest, bis heute, dann hättest du eine Gesamtrendite erzielt mit Dividenden brutto, allerdings, also ohne Steuer, von 129,6%. Also hättest dein Kapital mehr als verdoppelt. Schon ganz ordentlich, wäre auf das Jahr eine Rendite gewesen von 6,9%. So Pi mal Daumen irgendwo das langfristige Mittel des Aktienmarkts. Hättest du jetzt aber dieselbe Aktie, also Unilever, ein paar Monate später gekauft, hier zum Beispiel, und dann hättest du eine Rendite gehabt, nicht von 6,9% aufs Jahr, sondern ungefähr doppelt so hoch, 12,8% aufs Jahr und Gesamtrendite von 283% knapp. Also eine deutlich höhere Rendite, weil du etwas gewartet hättest dann und zu einem günstigeren Kurs eingestiegen bist. Jetzt ist es natürlich auf der Eins die Finanzkrise und da kannst du jetzt zu Recht sagen, ja, woher hätte man das, ist jetzt ein Extremfall und das konnte man ja nicht wissen, dass der Aktienkurs dann da so abschmiert, der hat sich dann fast nicht ganz, aber fast halbiert. Auf der einen Seite stimmt das, auf der anderen Seite, das zeige ich dir jetzt, war die Aktie damals Ende 2007 bereits überbewertet. Das heißt, jemand, der damals schon auf den Aktienfinder geschaut hätte, es gab ihn damals noch nicht, der hätte die Aktie möglicherweise nicht gekauft, sondern hätte noch ein bisschen gewartet und hätte die Aktie erst ein paar Monate später gekauft. Ich zeige dir das, also wenn wir jetzt als Bewertungszeitraum zum Beispiel mal diesen Zeitraum hier nehmen oder diesen hier und dann den fairen Wert mal einblenden der Aktie, dann siehst du, der liegt bei 120 € und die Aktie hat aber schon über 25 € gekostet. Die war also schon rund gut ein Viertel überbewertet. Und der komplette erste Kursrückgang quasi, der geht ja bis hier. Die komplette erste Hälfte ist im Prinzip nichts anderes als das Abblasen von heißer Luft aus dem Aktienkurs, weil die Aktie eben schon überbewertet war. Hättest du vielleicht dann die Aktie jetzt im fairen Wert gekauft, irgendwo bei um die 20 € und dann hättest du dann trotz Börsencrash und erstmaligen Kursverlusten die ersten Monate im Rahmen der Finanzkrise trotzdem dann eine Rendite erzielt aufs Jahr von 9,5% beziehungsweise knapp 190% aufs Jahr. Das ist auch deutlich mehr als die erste Variante hier zu 25 €. Das heißt, es spielt schon eine Rolle, wann du die Aktie kaufst, vor allem bei einem Einmalkauf. Das ist dann tatsächlich mitentscheidend für deine langfristige Rendite. Ich sage es nochmal, damit es nicht in den falschen Hals geht. Es geht nicht darum, einfach nur Aktien günstig zu kaufen, es geht darum, die richtigen Aktien zu kaufen. Also Aktien, die wie hier im Falle von Unilever dann, deren Kurse dann doch langfristig steigen, auch wenn es natürlich immer mal wieder aktienspezifisch nach unten geht, wenn es halt an der Börse knallt. Aber das stehen wir ja durch. Das Gleiche kann ich dir dann nochmal zeigen, und zwar hier. In der Gegenwart, da wird das Ganze ja noch mal ein bisschen wichtiger. Die Aktie kostet also 44,05 € und jetzt stehen wir im Prinzip wieder da, wo der Aktionär im Prinzip jeden Tag aufs Neue steht, nämlich soll ich die Aktie kaufen oder soll ich sie nicht kaufen? In unserem Beispiel eben standen wir hier Ende 2007 und jetzt stehen wir eben heute in der Gegenwart und gucken wir doch einfach mal wieder an, ob die Aktie jetzt günstig oder teuer bewertet ist. Ziehen wir hier mal die faire Wertberechnung zu Rate und lasst uns mal hier ein bisschen noch länger vielleicht gucken. Was haben wir denn hier? 19 müssen ein bisschen länger strecken. Und mal hier, weil die Aktie ist doch ein bisschen teuer gewesen dann die letzten Tage. Und hier geht es einfach dann darum, einen fairen Wert zu bestimmen, der typisch ist für die Aktie und dann. Wenn die faire Wertberechnung zu kurz ist, wenn du zu wenige Jahre nimmst, also Jahre nimmst, wo der Aktienkurs schon aufgeblasen war, dann ist für dich quasi der aufgeblasene Aktienkurs normal. Das wollen wir vermeiden, indem wir hier
Doch ab hier würde ich sagen, ist das schon okay. Den Aktienkurs hier nehmen und dann sehen wir, dass der faire Wert jetzt irgendwo bei 49 Euro liegen würde. Das heißt, jetzt ist die Aktie unterbewertet. Sie war überbewertet hier bei 56 oder sogar über 56 Euro. Und dann kam wieder der Corona-Crash, analog zum Finanzcrash. Hat die Aktie dann halt eben auch mit erwischt. Aber wie gerade eben geschildert, ist auch hier so, die erste Hälfte des Kursrückgangs ist im Prinzip Luft ablassen von einem etwas übertriebenen Aktienkurs. Und dann gibt es wieder die Übertreibung nach unten. Insofern hätten wir jetzt wieder Luft. Soll keine Kaufempfehlung sein. Es geht ja eine rein didaktische Geschichte mit Unterhaltungswert. Und holen wir uns mal die anderen Fernwerte noch dazu. Und das ist ja schön. Dann siehst du, dass die alle hier relativ nah beieinander liegen. Insofern hätten wir dann hier wieder Kursaufholungspotenzial mittelfristig 2,5 Jahre hier irgendwo auf 54, 55 Euro wären dann 12% Rendite aufs Jahr. Der faire Wert basierend auf der Dividende ist deutlich höher, weil die momentane Dividendenrendite eben deutlich höher ist als in der Vergangenheit, die wir hier berücksichtigt haben. Das heißt, bis zum Jahr 2012, das heißt bis hierhin, da ist die aktuelle Dividendenrendite höher. Also hier ist deutlich höher als im Vergleich hier. Ja? So, das ist relativ weit oben, hier war sie deutlich niedriger. Deshalb eine ein deutlich höherer Fair Value Dividende. Also das war jetzt die Bedeutung, warum es wichtig ist, zu welchem Kurs du die Aktie, deine Qualitätsaktie kaufst. Und jetzt gibt es eine Neuerung im Aktienfinder, die ich dir nahebringen möchte. Und das ist hier dieser faire Wert bereinigt. Denn diese ganzen fairen Werte, die basieren ja auf fundamentalen Größen. Ich blende hier mal ein, der Dividende. Das blende ich jetzt wieder aus. Dann dem Gewinn, das Grüne hier, den operativen Cashflow. Das kennt ihr vielleicht alle schon, wenn ihr den Aktienfinder kennt. Und jetzt eben ganz neu auch den bereinigten Gewinn. Jetzt müssen wir erstmal klären, was der bereinigte Gewinn eigentlich ist. Und da blende ich jetzt nochmal die FactSet Workstation ein. Der Aktienfinder bezieht seine Daten ja von FactSet. Und so wie es ein Bloomberg Terminal gibt, hat auch FactSet im Prinzip ein Terminal. Das kann ich jetzt leider nicht größer machen. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Es gibt im Prinzip den bilanzierten Gewinn. Das ist diese gelb markierte Spalte hier. Der bilanzierte Gewinn, der erfolgt nach Rechnungslegungsvorschriften. Es kann das US GAAP sein für US-amerikanische Unternehmen. Es kann IFRS sein für deutsche Unternehmen beispielsweise. Jedenfalls sind es Bilanzierungsrechnungslegungsvorschriften, die müssen eingehalten werden. Die werden geprüft von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und am Ende attestiert. Das ist soweit ganz gut. Und wenn ihr auf Finanzseiten geht, dann kriegt ihr immer das hier angezeigt. Ich kenne keine Ausnahme. Ihr bekommt immer dieses, also Finanzen.net und solche Webseiten zeigen euch immer den bilanzierten Gewinn an. Der bilanzierte Gewinn hat jetzt eine Unschönheit sozusagen, nämlich es kann sein, dass es Geschäftsvorfälle gibt, die gewinnwirksam sind, beispielsweise Abschreibung, Restrukturierungskosten, das sind so die Klassiker. Und die können dann dazu führen, dass die Gewinne ordentlich in Mitleidenschaft gezogen werden durch einmalige Vorfälle und dass das die Vergleichbarkeit erschwert zu den vorherigen Geschäftsjahren. Und die unvorsichtigen Aktionäre, sage ich mal, auch so ein bisschen aufs Glatteis führt, wenn das KGV plötzlich riesengroß wird. Ich erinnere mich noch an Johnson & Johnson mit dem KGV von 200 fürs Geschäftsjahr 2017 aufgrund der Steuerreform. Und das kann natürlich zu einer gewissen Verzerrung und Verwirrung führen. Im schlimmsten Fall auch zu einer Fehlentscheidung. Deshalb gibt es den bereinigten Gewinn und der bereinigte Gewinn. Der geht jetzt hin und tut eben diese Verzerrungen eliminieren, indem die meistens sind es Kosten wieder vom bilanzierten Gewinn hinzugefügt werden, um auf den bereinigten Gewinn zu kommen. Haben wir hier Microsoft und da seht ihr die Jahre 2013 bis 2019 ist und dann hier auch noch Prognosen. Also es gibt auch Prognosen für den bilanzierten Gewinn und für den bereinigten Gewinn, die im Aktienfinder angezeigt werden.
Also im Aktienfinder wird das hier angezeigt, der bilanzierte und dann hier der bereinigte Gewinn. Und zwar hier unten, da werden dann auch nicht Aktienrückkäufe, die Ausgabe von Aktien, also von Mitarbeiteraktien mit berücksichtigt. Also wenn schon bereinigen, dann komplett sozusagen. Ich wollte aber nochmal auf den Unterschied eingehen zwischen hier den bilanzierten und den bereinigten Gewinnen am Beispiel von Microsoft. Da siehst du zum Beispiel Restrukturierungskosten relativ hoch, 1,15 pro Aktie, als die Windows Phone Sparte eingedampft wurde. Dann siehst du hier dann die zwei Folgejahre Net Impact von Windows 10 Revenue Deferrals. Da hat Microsoft umgestellt auf ein Lizenzierungsmodell. Vorher haben sie quasi Software verkauft im Paket sozusagen. Da hat man gleich den kompletten Preis bezahlt. Dann haben sie umgestellt auf ein Abo-Modell. Das hatte zur Folge, dass die Gewinne, der bilanzierte Gewinn erstmal gesunken ist, weil weniger Geld über die G&V reinkam, weil durch das Abo-Modell dann periodisch abgegrenzt wurde auf die Nutzungslaufzeit von angenommen Nutzungslaufzeit des Betriebssystems, und das wurde dann hier auch korrigiert. Und dann hier haben wir dann die Steuerreform von dem Trump, wo dann Unternehmen Gewinne aus dem Ausland quasi zurückgeholt haben in die USA, um vom dann niedrigeren Steuersatz zu profitieren, aber die mussten dann einmalig so eine Art Repatriierungssteuer bezahlen, kam dann auch Microsoft nicht herum. Das ist dann auch so eine Geschichte, die auf den bilanzierten Gewinn sich niedergeschlagen hat und die dann rausgerechnet wurde im bereinigten Gewinn, sodass dann der bereinigte Gewinn teilweise deutlich höher ist, bis doppelt so hoch, Pi mal Daumen, als der bilanzierte Gewinn. Und im Aktienfinder werden jetzt eben beide angezeigt. Um der Frage vorwegzukommen oder vorwegzugreifen, welcher Gewinn ist denn jetzt der richtige? Das sind nämlich immer so spontan Fragen. Kein Gewinn ist der richtige, so wie kein Gewinn der falsche ist. Es sind einfach ein bisschen zwei unterschiedliche Sichtweisen. Hier reines Bilanzregelwerk berücksichtigt und hier dann noch der Versuch eben der Bereinigung um einmalige Sonderfälle. Ab und zu ist es auch so, dass vom bilanzierten Gewinn außerordentliche Erträge abgezogen werden. Aber wie ihr hier seht, ist das eher die Ausnahme. Normalerweise geht es in die Richtung, dass der bilanzierte Gewinn niedriger ist, beziehungsweise der bereinigte Gewinn höher ausfällt. Das ist auch ein Kritikpunkt am bereinigten Gewinn, weil der so nicht geprüft wird wie der bilanzierte und weil man dann nochmal was draufrechnet. Das Unternehmen sieht also etwas besser aus als beim bilanzierten Gewinn. Liegt die Vermutung nahe, ob nicht der ein oder andere Manager hingeht und versucht, den bereinigten Gewinn zu schönen. Das habe ich auch im Blogartikel erwähnt. Nichtsdestotrotz, er hat definitiv, wie ich finde, seine Berechtigung, und deshalb wollte ich ihn auch unbedingt hier drin haben im Aktienfinder, weil er einfach nochmal hier die ganze Sache schön abrundet. Gucken wir uns Microsoft an. Nee, das Video geht schon so lange. Ich will dir mal noch was anderes zeigen. Altria habe ich mir noch ausgesucht. Da sieht man nochmal schön den Unterschied. Und zwar habe ich bei Altria schon einiges bereinigt. Ich habe übrigens selbst teilweise Bereinigungen durchgeführt, insbesondere im Rahmen der Steuerreform. Hier siehst du das, wird auch angezeigt hier. Das heißt, bei uns ist der bilanzierte Gewinn ganz leicht ebenfalls bereinigt, um die Auswüchse der US-Steuerreform, weil das so krass war, dass ich das so nicht stehen lassen wollte. Aber jetzt haben wir das Ganze nochmal hier richtig bereinigt, sozusagen ganz offiziell auf Grundlage der Daten von FactSet. Und dann siehst du hier jetzt bei Altria diesen unglückseligen Vorfall der Abschreibung mit Juul gekauft für x Milliarden Dollar und wenige Monate x Milliarden Dollar gleich abgeschrieben. Habe das auch im Blog, in einem Blogbeitrag mal beleuchtet. Die Abschreibung führt dann entsprechend dazu, dass aus einem Gewinn plötzlich ein Verlust wird. Hier wird übrigens auch die letzten 12 Monate jeweils angezeigt. Ist natürlich ganz nett, auch beim bilanzierten Gewinn und beim Fair Value. Du hast also immer den aktuellsten Stand hier, den letzten bekannten Stand. Naja, jedenfalls, wenn wir hier keinen Gewinn mehr machen und dann den fairen Wert hier anzeigen, dann ist der halt bei Null, weil da quasi das KGV
Du kannst keinen Fernwert berechnen. Das zeige ich dir jetzt hier. So sieht es aus. Am Anfang hast du hier immer schön einen Fernwert. Jetzt blenden wir jetzt mal den Kurs noch ein und siehst du hier, dass der sich auch halbwegs orientiert am Fernwert des am Fair Value Gewinn, wie ich das bezeichne. Aber hier kann man den nicht mehr benutzen, den fairen Wert basierend auf dem Gewinn. Da sind wir dann bisher immer ausgewichen, entweder auf andere faire Werte oder wir haben gesagt, okay, das hier funktioniert nicht. Dann gehen wir einfach so weit in die Zukunft, in die prognostizierte Zukunft, bis der faire Wertgewinn wieder funktioniert. Das wäre dann hier der Fall. Und jetzt durch den bereinigten Gewinn können wir aber auch den nehmen. Jetzt zeige ich dir erstmal den bereinigten Gewinn und dann siehst du ja hier, dass die Abschreibungen quasi rausgerechnet wurden. Und entsprechend ist auch dann der faire bereinigte Wert. Ich zoome jetzt mal ein bisschen ran. Verläuft er weiterhin so schön konstant und wäre dann Altria mit 64 US-Dollar fair bewertet. Es gibt ja natürlich noch die anderen fairen Werte, die du auch alle hinzunehmen kannst hier, die dann auch hier zwischen 64 und 67 US-Dollar schwanken, also relativ nah beieinander liegen. Jetzt noch eine Sache und zwar. Jetzt scheint auf der einen Seite Altria unterbewertet zu sein, weil der faire Wert hier, man sind sich unterschiedliche Berechnungen des fairen Werts ja einig, dass Altria eigentlich höher bewertet gehört. Auf der anderen Seite ist es ja jetzt so, dass dieser faire Wert ja komplett ignoriert, dass wir hier diese Abschreibung haben. Und das kann man durchaus zu Recht kritisieren, weil das sind jetzt quasi Milliarden an Dollar, es sind 4 Milliarden oder noch mehr Dollar, die abgeschrieben wurden. Die sind echt futsch. Die 4 Milliarden Dollar, die waren zahlungswirksam, als Joule gekauft wurde, sozusagen. Und jetzt sind sie bilanzierungswirksam. Damals waren sie bilanzierungswirksam über Goodwill. Und jetzt sind sie ergebniswirksam, auch bilanzierungswirksam, weil der Goodwill abgeschrieben wurde. Aber jetzt geht es auch in die P&L, also in Gewinn- und Verlustrechnung rein und haut da eben den kompletten Gewinn zusammen. Und das ignorierst du jetzt hier über diese faire Wertberechnung beziehungsweise über den bereinigten Gewinn. Meine Einstellung ist die, dass im Prinzip kommt es dann auch auf die Zukunft drauf an, wenn diese 4 Milliarden Abschreibungen da jetzt dazu führen würden, dass die Aussichten von Altria sich verschlechtern, dann wäre natürlich auch der faire Wert niedriger anzusetzen. Aber dafür gibt es ja eben dann die Prognosen, die auch hier im Aktienfinder verfügbar sind. Dann würden im Prinzip auch die Prognosen, alle Prognosen vom Cashflow, vom operativen Gewinn, auch vom bereinigten Gewinn, die würden dann alles sinken. Und das ist ja jetzt erstmal bei Altria, ohne da jetzt die Richtigkeit zu garantieren zu können, aber es ist erstmal so hier nicht der Fall. Also es sieht ja jetzt nicht so katastrophal aus. Aber man kann halt im Prinzip dann gucken über die Zukunft, oder kann man versuchen einzuschätzen, ob diese Bereinigung in so krassen Fällen auf dein Wohlwollen stößt oder ob du sagst, nee, also das halte ich jetzt wirklich für übertrieben und ich finde, dieser faire Wert, das hätte man jetzt eigentlich nicht rausrechnen dürfen. Also da muss man dann immer noch mal so ein bisschen persönlich für sich abwägen. Was anderes, was ich noch mit Freuden festgestellt habe, das ist, dass die Berechnung, oder eigentlich ist es erstmal logisch, dass der faire Wert basierend auf dem bereinigten Gewinn glatter verläuft als der faire Wert basierend auf dem bilanzierten Gewinn. Einfach dadurch, dass eben viele einmalige Geschäftsvorfälle, die ja das Ergebnis verfälschen sollen, die Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Geschäftsfälle verfälschen sollen, rausgerechnet werden. Deshalb ist dann auch der faire Wert basierend auf dem bereinigten Gewinn deutlich glatter verlaufend. Und das ergibt dann wirklich ein schöneres Bild. Und auch bei der Aralbank zum Beispiel, als ich mich mal so ein bisschen wild durchgeklickt habe, ist mir das aufgefallen. Da kann man ja bei Banken die Cashflows überhaupt nicht benutzen. Da muss man sich ja nur auf die Gewinne, möglicherweise noch auf die Dividenden stützen. Aber wenn die Dividenden so unzuverlässig bezahlt werden wie hier, kann man das auch vergessen. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal hier den kompletten Zeitraum für die Berechnung des fairen Werts. Und dann hast du jetzt den fairen Wert. Oder du siehst jetzt schon, den fairen Wert nehmen wir, machen wir weg.
Du siehst jetzt schon, dass der bereinigte Gewinn deutlich glatter verläuft als jetzt hier der bilanzierte Gewinn, der übrigens interessanterweise oft höher ausfällt als der bereinigte Gewinn. Also hier ist genau das Gegenteil von dem, was ich jetzt die ganze Zeit gesagt habe. Ist vielleicht eine Besonderheit von Banken. Ich bin mir da nicht sicher. Müsste man mal gucken, woran das liegt. Was ich dir aber eigentlich zeigen möchte, ist hier dieser glattere Verlauf, der eben auch dann entsprechend zu glatteren, fairen Werten führt, die tatsächlich meines Erachtens tendenziell wenigstens aussagekräftiger sind. Also hast du jetzt hier den fairen Wert Gewinn. Dann geht es jetzt hier mal hoch, mal runter. Und Pi mal Daumen orientiert sich der Aktienkurs schon noch irgendwo dran, aber teilweise sind die Ausschläge eben schon sehr deutlich oder sind die fairen Werte sehr deutlich entfernt vom Aktienkurs. Wenn du den fairen Wert jetzt anzeigst, der bereinigt ist, dann siehst du doch, dass er, wie ich jedenfalls finde, deutlich näher am Aktienkurs liegt. Auf jeden Fall sind da die Ausreißer hier draußen und es ist natürlich der Bereinigung des Gewinns zu verdanken. Hier siehst du das ja ganz klar und hier siehst du das ganz klar. Insofern halte ich diesen fairen Wert basierend auf dem bereinigten Gewinn tatsächlich auch für eine Bereicherung im Aktienfinder und ich denke, das ist doch hilfreich oder kann hilfreich sein, um dann einfach nochmal besser beurteilen zu können, ob deine Qualitätsaktie, die du dir ins Depot legen möchtest, jetzt günstig bewertet ist oder eben nicht. So, das war's dann eben. Ich hoffe, du bist ein bisschen schlauer geworden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.